Hallo an alle Zuhörer. Ich möchte Sie auch recht herzlich willkommen heißen zum heutigen Thementag und vor allem zu unserem Vortrag, dem LC50 Digilog. Das ist eines unserer Laser-Messsysteme, das neueste in unserem Programm. Und darüber möchte ich noch ein paar Sachen erzählen. Kurz zu mir, mein Name ist Simon Beller. Ich arbeite jetzt seit 2 Jahren bei Blum Novotest im technischen Vertrieb und betreue dort verschiedene Großkunden. Die Fragerunde machen wir zum Ende, deswegen auch bitte keine Fragen stellen während des Vortrages. Und dann zum Schluss werden wir uns darum kümmern. Zu Beginn möchte ich Ihnen noch kurz was über die Firma Blum Novotest erzählen. Die Firma wurde in ihrem Headquarter in Grünkraut 52 Jahre im schönen Oberschwaben. Deswegen seien Sie mir nicht böse, wenn doch mal das ein oder andere schwäbische Wort herausrutschen sollte. Das Unternehmen heute wird von Günter Blums Sohn Alexander Blum geführt. Den sehen Sie hier links auf dem Foto. Das ist der adrette Mann. Genau, und aktuell hat Blum Novotest ca. 100 Mitarbeiter weltweit. Davon sind ca. 400 Stück hier in Grünkraut. Die Firma hat 18 Tochtergesellschaften weltweit und wird in 3 Geschäftsbereiche unterteilt. Die schauen wir auch kurz an. Das ist zum einen der Geschäftsbereich Novotest Prüftechnik in Willich, das ist bei Düsseldorf. Und dort werden Prüfmaschinen produziert, mit denen zum Beispiel die Lebensdauer von Verschleißteilen ermittelt werden kann. Dann der Geschäftsbereich Messmaschinen, der ist hier in Grünkraut. Da werden Spindelprüfstände entwickelt, sowie Messmaschinen zur Vermessung von Bremsscheiben. Und dann der größte Geschäftsbereich, das sind die Messkomponenten, der ist ebenfalls in Grünkraut. Und der beinhaltet eben diese Lasermesssysteme, Messtaster und Bohrungsmessköpfe. Und wie gesagt, wir schauen uns heute das neueste Lasermesssystem, den LC50 Digilog, an. Dazu ist festgestellt, aber ich hoffe, es ist trotzdem soweit interessant für Sie. Das war das Produktvideo, mit dem das Gerät auf der EMO 2017 vorgestellt wurde. Die Markteinführung war dann im Jahr 2018 bei zwei Maschinenherstellern. Das war DMG Mori und Hermle AG. So, bevor ich jetzt anfange, über die Neuerungen, über das zu erzählen, was der Laser alles kann, möchte ich erstmal auf die Basics gehen. Was ist überhaupt ein Lasermesssystem von Blum? Ich denke, dass auch der eine oder andere noch keines davon im Einsatz gesehen hat. Mit der Lasermessbrücke von uns können Sie in Ihrem Bearbeitungszentrum Ihre Werkzeuge vollautomatisch und während des Bearbeitungsprozesses vermessen. Das heißt, Sie können die Werkzeuge vermessen, auf Bruch kontrollieren oder den Verschleiß überwachen.
Dafür erzeugt der LC50 Digilog einen in der Mitte fokussierten Laserstrahl, das haben wir in dem Video kurz gesehen, und in dem positionieren Sie dann Ihr Werkzeug, je nachdem, was Sie messen möchten, die Länge oder den Radius, dementsprechend wird das positioniert. Dafür haben wir eigens entwickelte Messzüge, und da die sind für Siemens, Fano, Heidenheim erhältlich, und damit können Sie Ihr Werkzeug so kontrollieren oder prüfen, wie Sie das machen. Durch das, dass es eben sehr viele verschiedene Werkzeuge gibt, vom kleinen Schaftfräser bis hin zum großen Messerkopf, gibt es diesen Lasern in verschiedenen Längenausführungen. Da finden wir für Ihre Anwendung auf jeden Fall die passende Lösung. Jetzt hat der Laser noch einen schwierigen Namen. Sondern wir gehen wieder auf die altmodische Technologie. Das heißt, wir erhalten nicht nur ein digitales Schaltsignal, sondern auch analog messen. Das heißt, man merkt jetzt nicht nur, ist ein Werkzeug im Laserstrahl, sondern auch, wie weit steht mein Werkzeug im Laserstrahl. Und dadurch erhalten wir tausende von Messwerte, die wir dann weiter verrechnen können und deutlich mehr Auswertung machen. Das heißt, der LC50 Digilog ist nicht nur eine Lichtschranke, wie es früher der Mikrokompakt war, sondern er ist jetzt eine extrem intelligente Lichtschranke. Kommen wir nun zu den Hardware-Unterschieden zwischen dem Mikrokompakt NT, das ist links, das ist unser Bestandsgerät, unser etabliertes Gerät, und dem neuen LC50 Digilog. Wie Sie erkennen können, wird die Form des Gerätes abgerundet. Das hat nicht nur einen optischen Aspekt, dass man halt alles runder macht, sieht man an den Autos, sondern auch den, dass man jetzt, egal in welchem Winkel man den Laser verwendet, immer das gleiche Werkzeug verwenden kann. Und Sie können mit der gleichen Systemträgerlänge ein größeres Werkzeug vermessen wie früher. Also einfach ein kompaktes System, das noch größere Werkzeuge messen kann. Weiterer Hardware-Unterschied ist, dass die Wartungseinheit mit den Druckluftventilen entfällt. Die mussten Sie bis jetzt in Ihrem Pneumatikschrank integrieren. Diese wird durch das neue entwickelte Smart Dock ersetzt. Das sehen Sie rechts unten unter dem neuen Laser. Das möchte ich Ihnen jetzt aber noch ein bisschen näher erklären. Das Smart Dock dient als Schnittstelle zwischen Maschine und Lasermessbrücke. Das heißt, dass alle Anschlüsse nun nicht mehr direkt am Laser, sondern an dieser intelligenten Docking Station verbaut sind. Dadurch haben Sie im Service-Fall den müssen. Also Sie müssen keine Kabel mehr durch Ihren Tisch durchziehen oder komplette ganze Systeme rausbauen, sondern es reicht, wenn Sie die 4 Schrauben lösen und den Träger einfach von dem Smart Dock herunternehmen. Des Weiteren sitzen in diesem Smart Dock die schaltenden Ventile nun direkt am Laser und haben so eine deutlich schnellere Reaktionszeit, weil früher mussten sie, also die Schaltung war quasi und dann musste das erstmal noch 10 Meter lang durch die Maschine bis in den Laser reingehen. Jetzt sitzen die Ventile direkt am Laser dran. Die benötigte Druckluft können Sie nun von einem beliebigen Filtersystem aus der Maschine beziehen. Das Wichtige ist, dass es die Reinheitsklasse 1.4.1 erfüllt. Das haben aber in der Regel viele Filtersysteme, gerade für Glasmaßstäbe oder so. Dann kommen wir zur Laseroptik des Systems. Die wurde auch deutlich verbessert. Da haben wir von Grund auf die neueste Technik noch kleiner geworden. Das heißt, wir können jetzt noch kleinere Werkzeuge, also Mikrowerkzeuge, vermessen. Und zwar präziser und prozesssicherer. Durch diese neue Laseroptik hat man auch eine bessere Homogenität des Laserstrahls erreicht. Das heißt, er ist deutlich, also ist eigentlich ein dichterer Strahl, wenn man so sagen will. Und dann ist er weniger anfällig gegen zum Beispiel Kühlmittelnebel. Dann die Schmutzblende, das ist die Blende, die sich vor der Optik befindet. Das ist auch eine neue Hardware-Neuerung vom LC50 Digilog. Das heißt, die Schmutzblende jetzt verfügt über einen Bajonettverschluss. Das sehen Sie in dem linken Bild oben.
die wird einfach nur eingesteckt und dann eingedreht und dichtet dann voll ab. Da sind Dichtungen verbaut, das sehen Sie auf dem unteren Bild. Dadurch entfallen durch den Barrierverschluss entfallen die vier Schrauben, die früher die Schmutzblende befestigt haben. Und seien wir ehrlich, es war im Serviceball so, sie haben die Schmutzblende weggeschraubt. Mindestens eine Schraube ist im Späneförderer gelandet und die zweite haben sie in die Hosentasche gesteckt und auch nicht mehr gefunden. Und das entfällt jetzt deutlich, das ist alles deutlich einfacher. Man kann es einfach wegdrehen und hat die Schmutzblende in der Hand und kann so den Laser reinigen. Durch die Dichtung haben wir jetzt einen höheren Staudruck. Das heißt, dass beim Öffnen, das wird die Blendenöffnung explosionsartig gereinigt. Dadurch entfällt die Dauersperrluft, die früher im Mikrokompakt drauf war. Das heißt, der Mikrokompakt hat im Einsatz dauerhaft immer geblasen. Das hat man auch gehört, hat man immer gemacht die ganze Zeit. Das entfällt jetzt, das heißt, sie sparen sich deutlich mehr Luft ein. Also das sind Kosten, die sie tragen müssen, die haben sie jetzt nicht mehr. Und natürlich die Lärmbildung, weil ich sag mal, so eine dauerhafte Pneumatik, die pfeift, das ist auch nicht unbedingt angenehm für die Ohren. Kommen wir zur Digilogen-Technologie, die Vorteile, die wir dadurch haben. Jetzt können wir eine Digilogen-Kalibrierung ausführen. Wir haben jetzt, ich habe vorhin erwähnt, tausende Messwerte, die wir erreichen können. Das heißt, dass die Rundlaufkontrolle direkt mitgemacht werden kann beim Kalibrieren des Lasers. Das Kalibrierwerkzeug, das sehen Sie hier links oben, das ist ein gewuchtetes Werkzeug. Das ist, und das wird in den Strahl gestellt und dreht sich dann. Und der Laser erkennt automatisch, ob das Werkzeug eine Unwucht mit sich bringt. Das heißt, ob das Werkzeug sauber ist oder ob dort eine Spindel ein Problem haben könnte. Und des Weiteren verrechnet der Laser automatisch Schmutzpartikel. Das heißt, der erkennt, ob dieses Referenzwerkzeug sauber ist oder ob sich darauf Späne befinden oder Kühlmittel und rechnet die raus und kalibriert trotzdem den Laser perfekt. Das bedeutet, dass Sie jetzt nicht mehr das Werkzeug bei jeder Kalibrierung reinigen müssen, so wie es früher war, sondern Sie können jetzt auch im Betrieb automatisch immer wieder kalibrieren. Also Sie können sagen, keine Ahnung, einmal, zweimal am Tag kalibriere ich meinen Laser vorsichtshalber und das Werkzeug einfach drin und sagen, okay, Punkt 12 Uhr kommt das Kalibrierwerkzeug rein oder wird kalibriert und das Kalibrierwerkzeug geht wieder raus. Und dabei ist es egal, ob das Kalibrierwerkzeug in der Zwischenzeit dadurch mal verschmutzt wurde. Dann die Vorteile des neuen Digilogen-Systems zum NT-System. Die Einzelschneidenkontrolle, also Sie können von Ihrem Fräswerkzeug wirklich jede einzelne Schneide auf Verschleiß oder auf Bruch kontrollieren. Dazu mussten Sie aber früher, wenn Sie das gemacht haben, haben Sie eine Prüfdrehzahl gebraucht. Das heißt, Sie hatten jetzt, sehen wir jetzt hier zum Beispiel diesen Fräser, ich denke, der wird so sechs Schneiden haben, würde ich jetzt mal ganz grob behaupten. Das haben wir fünf. Und dann mussten Sie immer diese Prüfdrehzahl von 3750 Umdrehungen geteilt durch die Schneidenanzahl als die Drehzahl verwenden, mit der Sie das messen konnten. Mit dem LC50 Digilog durch die neue Technologie, mehr Daten, wie erwähnt, brauchen Sie das nicht mehr. Das heißt, der Laser erkennt jetzt sogar bei einer Enddrehzahl von 15.000, 20.000 Umdrehungen, kann er die Einzelschneidenkontrolle durchführen. Dazu schauen wir uns jetzt auch noch ein Video an. Da sieht man das ganz schön. Es ist ein Geschwindigkeitsvergleich vom neuen System zum alten System. Da kann man jetzt erkennen, wie die Messungen durchgeführt werden. Und zack, das neue System ist fertig, hat jetzt Länge, Radius Einzelschneide gemacht. Und jetzt das zweite System dreht sich immer noch, macht jetzt die Prüfdrehzahl und ist jetzt erst fertig. Das heißt, wir haben jetzt eine Zeitersparnis von 55% durch die Digiloge-Technik. Nochmal ein weiterer Vorteil der Digilogen-Technologie ist die neue Drop-Stop-Funktion. Drop-Stop-Funktion bedeutet, was ich vorhin erwähnt habe, der Laser ist jetzt intelligent, das heißt, er erkennt nicht nur, ob der Laserstrahl abgeschattet wird, sondern auch weit und vor allem auch wie lang. Das gibt uns den Vorteil, also es gibt in der
in der Technik einen Suchlauf. Das ist, wenn Sie ein Werkzeug messen wollen, in dem Sie keine Länge eingetragen haben. Also Sie sagen jetzt einfach, dieses Fresswerkzeug, ich möchte es auf Länge vermessen. Okay, Maschine, vermiss mir das. Und dann positioniert die Maschine das Werkzeug relativ weit über dem Laser und fährt dann langsam nach unten, bis es ein Signal bekommt. Und früher war es halt so, wenn genau in diesem Moment dann ein Tropfen oder ein Span durch den Laser gefallen ist, hat er gedacht, okay, mein Werkzeug ist angefangen zu vermessen. Hat er dann gemerkt, okay, es ist doch kein Werkzeug da. Ist dann in eine Wiederholmessung gegangen. Und wenn das dreimal passiert ist, war ein Fehler, die Maschine stand. Jetzt passiert Ihnen das in der Nachtschicht. Die Maschine steht, Sie sind nicht da. Schlecht. Und so gibt es jetzt die Drop-Stop-Funktion. Das heißt, der Laser erkennt, wie lange wird mein Strahl abgeschattet. Wenn jetzt ein Tropfen oder ein Span durchfallen sollte, dann bekommt er ein Signal, okay, dunkel, also ich hab was, das mich abschattet. Oh, wieder hell. Das war aber viel zu schnell. Das kann gar nicht sein. Okay, ich fahre weiter. Und dann kommt das Werkzeug und es schattet den Strahl dann ein paar Sekunden lang ab. Oder eine gewisse Zeit, ein paar Sekunden wäre viel, weil sonst würden Sie in den Träger fahren. Schattet das eine gewisse Zeit ab. Und dann erkennt er, okay, Werkzeug ist da, jetzt fange ich an zu vermessen. Das heißt, Sie haben auch in einem Suchlauf eine prozesssichere Intelligenz hinterlegt, die dafür sorgt, dass Ihre Maschine keinen Fehler anzeigt. Jetzt habe ich viel darüber geredet. Wir gucken das uns am besten jetzt aber einfach mal an. Das ist in einer Maschine, da ist der Laser drin. Ich hoffe, dass es ein bisschen ruckelt, sieht man es trotzdem. Da sieht man jetzt, wie richtig viel Kühlmittel in den Laser reinfällt. Und trotzdem wird das Ganze vermessen. Das ist ein bisschen langsamer wie gewohnt. So, jetzt sehen Sie hier, wie viel Kühlmittel runter. Und trotzdem fährt das Werkzeug jetzt los. Und jetzt war das Werkzeug drin. Der Laserstrahl erkennt das und fängt an zu vermessen. Prozesssichere Messung mit unbekannter Werkzeuglänge. Das ist immer ganz wichtig. Dieses Werkzeug wurde nicht vorab, in der Werkzeugtabelle nicht vorab eine Länge integriert, sondern es wurde einfach eine Null eingetragen und die Maschine hat selbstständig erkannt, okay, vorsichtiges Messen, aber trotzdem prozesssicher. Information von diesem Laser, weil ich ja erwähnt habe, wir haben jetzt tausende von Daten, funktioniert jetzt nicht mehr wie früher, rein nur über die Messausgang, sondern funktioniert jetzt über Profibus, Profinet. Das heißt, das sind diese EM30, EM31, die Sie hier sehen. Und je nach Vorgabe oder je nachdem, was Sie in Ihrer Maschine verbaut haben, können wir da das Richtige heraussuchen. Wie schon bereits erwähnt, haben wir Zyklen verfügbar für Siemens, Heidenhain und Fanuc. So, jetzt darf ich Ihnen noch unsere neueste Technologie oder unser neuestes Produkt vorstellen. Das wurde auf der EMO letztes Jahr, 2019, vorgestellt. Das ist die Visualisierungs- und Auswertesoftware LC Vision. Jetzt haben wir tausende von Daten, aber die bringen uns ja nichts, wenn wir es nicht sehen, was wir haben. Das heißt, wir haben jetzt mit diesem LC Vision die Möglichkeit, die Daten auf Steuerungsbildschirm abzurufen und auswerten zu können. LC Vision wird nach der Freigabe durch den Maschinenhersteller mit jedem LC50 Digilog mitgeliefert. Also da sind wir gerade in Kommunikation mit vielen Maschinenherstellern. Manche haben es schon freigegeben, die anderen sind gerade dabei. Es wird eine Standardfunktion geben. Das sehen Sie hier, das ist die Diagnosefunktion, mit der die wichtigen Daten des Lasers auf einen Blick dargestellt werden. So können zum Beispiel die Position des Fokuspunktes links oben dargestellt werden. Das ist gut, wenn Sie mal schnell ein Programm schreiben müssen, wissen Sie sofort, wo das ist, wo das steht. Dann können Sie jederzeit die Seriennummern und die Softwarestände Ihrer Produkte, also Ihrer verbauten Komponenten, abrufen. Die sehen Sie dann rechts dran. Das ist wiederum wichtig, sollten Sie mal ein Problem haben und bei uns im Service anrufen. Die Kollegen fragen Sie dann, was für einen Softwarestand haben Sie denn? Und Sie müssen das nicht irgendwo kompliziert auslesen, sondern Sie rufen einfach nur die Diagnosemaske auf und geht das dran. Weiter können Sie den Laser jetzt manuell bedienen, links unten mit den Knöpfen. Da können Sie einen Funktionstest durchführen. Also auch für Sie, für die einfache Wartung, ist es deutlich vereinfacht. Genau. Weiter soll es bei LC Vision
dann Technologiezyklen geben, die Sie kostenpflichtig dazu kaufen können. Hier sind jetzt die 3D Tool Control. Ich habe vorher was von Visualisierung und Darstellung gesagt. Mit diesem Tool können Sie jetzt die Werkzeugdaten und vor allem auch die Werkzeugform und Kontur auf Ihrem Bildschirm visualisieren. Es ist quasi ein, naja, ich will es jetzt nicht Foto nennen, aber es soll so ähnlich sein. Also Sie können dann sehen, wie der Kugelfräser zum Beispiel links unten dargestellt wirklich aussieht, also auch unter welchem Winkel die Schneide welche Form hat. Das ist gerade von Formenbau sehr interessant, wenn Sie dann wissen, mit welcher Kompensation Sie Ihr Werkzeug einsetzen müssen, um wirklich die maximale Lebenszeit rauszuholen. Also gerade über dieses Tool können Sie auch über viele Messungen die Lebenszeit feststellen. Sie können Schneidenbruch schon erkennen, bevor es eigentlich passiert, wenn Sie sehen, die Werte werden immer schlechter und auch so Ihr Werkzeug bis zum letzten ausreizen. Der zweite Technologiezyklus ist die Spindle Control, die kommen wird. Mit der können Sie den Rundlauf der Werkzeugspindel prüfen. Also das, was ich vorher gesagt habe, 1000 Messwerte in Ihrem Laser. Sie stellen einfach das Referenzwerkzeug in den Fokuspunkt rein, drehen es oder lassen es drehen. Und dann erkennt die Maschine automatisch, ob ein Schlag da ist. Und das wird dann auch in der Statistik aufgefangen, mit der Sie die Spindel überwachen können. Und so können Sie gegebenenfalls einen Spindelschaden frühzeitig erkennen. Bevor die Maschine ausfällt, können eine Wartung veranlassen. Genau, und dann sind Sie auf der sicheren Seite. Mit Spindel Control können Sie auch eine FFT-Analyse durchführen, also eine Vibrationsamplitudenmessung. Aber das geht jetzt schon sehr weit in das Spindelgeschehen rein, genau. LC Vision ist ab jetzt verfügbar. Sollten Sie einen LC50 Digilog haben, fragen Sie gerne bei uns oder Ihren Maschinenhersteller an. Ich denke, da haben wir die passende Lösung für Sie. Gut, jetzt habe ich sehr viele Informationen mit Ihnen geteilt. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Wenn Sie Fragen haben, dann dürfen Sie diese jetzt gerne stellen.